Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella, von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe, auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster, Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Und hallo zurück, liebe Hexerfreunde, zu meinem Let's Play Independent. Ja, wir sind eigentlich schon ganz gut vorangeschritten und ich glaube, wenn ihr diese Folge hier seht, dann wird das vermutlich schon November sein. Ja, ich nehme die Videos oder zumindest einige davon, nehme ich meistens im Voraus auf, weil ich das für besser finde, weil dann kann ich die Videos dann machen, wenn ich auch wirklich Zeit habe. Und der Nachteil ist natürlich, dass ich nicht sofort auf eure Kommentare antworten kann. Aber ihr kennt mich ja, ihr kennt meine Let's Plays und insofern, das ist ja kein großes Ding. Ihr kennt euch ja schon aus, wie ich so meine Let's Plays mache. So, weißt du viel, können mit Molly sprechen, ja, wir haben ja eigentlich einen Auftrag. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Oh. Ja, da müssen wir wohl, ne? Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Oh, ja. Die graue Stute sieht schnell aus. Außerdem kannte ich mal einen Mann namens Kahir. Ich nehme sie. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Wenn das so ist, versuche ich mein Glück mit dem sirikanischen Braunen. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Ich hab mir schon gedacht, dass es darauf hinausläuft. Reiter, bereit? Nicht das Pferd schon! Schneller! Jawohl. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Ich sollte mich nicht zu sehr verausgaben, obwohl ich eigentlich noch gut im Rennen bin. Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ja, Rosinante alias Plötze hat ja schon ganz gut Ausdauer dazu gekriegt. Ah, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Ich lasse ihn einfach nicht vorbei, den Drecksack. Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Oh, das war aber knapp. Ich dachte, wir reiten mehr. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Jawohl, das ist doch die Hauptsache. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier.
Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich den mitnehmen? Hallo? Habe ich den schon? Wollen wir mal gucken im Inventar. Nee. Sieht nicht so aus, ne? Plätze. Überlegener Rennsattel. 90. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Satteldinger habe. Nee, das war eine Trophäe. Nein, das ist der so. Ich glaube, dass der das war, aber. Ja, dann wollen wir die stämmige junge Frau mal interviewen. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Das hast du mich eben auch gerade gefragt. Habe ich dir nicht geantwortet? Ich weiß es nicht mehr. Tanz? Von wegen. Möchte wissen, was sie dafür kriegt, sich so schamlos zu verbiegen. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Dann hat die Belegschaft sich seitdem nicht verändert? Natürlich hat sie das. In diesem Geschäft ist das normal. Bollaberta hat einen Kaufmann geheiratet, Ella hat sich selbstständig gemacht und Cerise findest du sicher betend im Tempel. Ich bin die Einzige, die noch da ist. Und? Soll ich die Mädchen rufen? Aber vergiss nicht, das hier ist ein anständiges Etablissement. Lass deine Hände vorerst bei dir. Unsere Mädchen haben gute Manieren. Worüber sie sich unterhalten, ziemlich beängstigend. Ich würde die neue Blütengeneration der Passiflora gerne sehen. Die sieht doch nett aus. Die sieht auch lustig aus mit Hut. Ich brauche eine Pause. Ach so. Schon wieder haben sie einen verbrannt. Grässlich. Ja, eigentlich sollte ich ja eine Lösung finden für mein Rätsel, aber ist auch mal was Nettes, ne? Die Schwarzen? Redania? Hauptsache. Willkommen, mein Herr. Unsere Reize und Fertigkeiten werden dir sicher gefallen. Was wünschst du? Du bist eine Elfin. Unschwer zu erkennen. Ich bin stolz darauf. Ich wollte es nie verbergen. So viel ich weiß, werden die Elfen in Novigrad nicht gerade gut behandelt. Das ist noch geschmeichelt. Aber hier ist nicht der richtige Ort, um das zu besprechen. Du bist zum Vergnügen hier und nicht, um Beschwerden zu hören. Ich bin müde. Ich würde mich gerne mit einer schönen Frau entspannen. Am liebsten mit einer Elfin. Du hast eine gute Wahl getroffen. Ah.
Meine Güte, Geralt, du siehst aber auch geschunden aus, du. Nicht schlecht. Das war doch eine ganz nette Entspannung. Auf jeden Fall mal was anderes. Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe. Lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, er hat behauptet, er wäre Koch. Er ist ein Betrüger. Siehst du, Frédéric? Sagte ich nicht, du solltest mit den Wachen keine Späße machen? Sie haben überhaupt keinen Humor. Nun, bring Meister de Bergerac in den Übungsraum. Schnell! Jawohl, Fräulein. Ja, ich hatte noch... Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Ja, ich hatte noch einen Kumpel angerufen. Und ja, mein erster Gedanke war eigentlich der richtige gewesen. Da an den Felsen konnte man nämlich hochklettern. Und dann kam man in den Garten hinein. Ja, das konnte ich gar nicht so schnell aufnehmen. Ist auch egal, wir sind jetzt drinne. Und ja, wir haben uns hier reingeschlichen. In der Mätressenliste ist es die letzte Dame. Und wir haben uns hier als Fechtlehrer ausgegeben. Und nun wollen wir mal sehen, wie das hier weitergeht. Ja, der war noch so unfreundlich gewesen. Jetzt geleitet er uns hinein. Bin ich ja mal neugierig. Schnapp dir ein Holzschwert und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Okay. Holzschwert. Komm mit. Okay. Hoppla. So, wollen wir der Dame mal was beibringen. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nehmen wir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Schön was einstecken. Nicht gut. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Verdammt! Gut gekämpft. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht ein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen?
Bilde ich's mir ein oder haben wir eben darüber gesprochen? Im Garten. Im Garten? Ja, richtig. Im Garten. Also, was sagtest du noch gleich, warum du hier bist? Haha. Ich glaube irgendwie, das ist nicht die gleiche, ne? Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein... Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche! Auch das nicht. Dann bist du schnell! Auf zu Kämpfen! Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Hör auf zu planen und kämpf! Gut gemacht. Jetzt komm mit. Jetzt kommt Meister Gerald. Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment, dann warst du das im Garten? Natürlich war ich das. Warum? Wollte Rosa dich für dumm verkaufen? Nicht böse sein. Das ist ein uraltes Spiel. Wir wurden schon immer miteinander verwechselt. Dann hat auch Rittersporn euch verwechselt? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kovir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer.
alter Schwerenöter. Ja, wirklich interessanter Schuppen hier, ja. Was ist das? Okay. Ob es hier noch was zu entdecken gibt? Was mitnehmen, ne? Wenn schon, denn schon. Perlen des Nordens. Bericht. Das lese ich mir später noch mal in Ruhe vor. Aber interessant. Scheint auch so ein bisschen politischen Einfluss zu haben. Und sieht doch noch gut aus. Nicht schlecht. Ach so, ja. Ich gehe mal durch die Vordertür raus, ne? Was? Warum soll ich wieder durch die Mauer gehen? Irgendwas über den Flüsterhügel. So, wie eine Katze. Dann wollen wir mal zurück zu unserem Zwergenfreund. Hier wird nicht rumgehangen. Naja, ich hänge ja hier nicht rum, ich lauf doch. Mal gucken, was der zu sagen hat. Ja, auch die Dialoge waren schon wieder verdammt lang gewesen. Aber sie waren interessant, also waren sehr unterhaltsam. Waren gut, die waren gut. Ja. Schreib mal weiter. Schon wieder Gewitter. Das scheint ja hier nur noch zu regnen. Wie geht's dir, Puschel? Hast du den alten Soldat vermisst, Käuzchen? Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Ungezogener Vogel. Sag mal, lecker? Cracker.
Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Feldmarschall Dudas Ersatz? Aber Duda war ein Papagei, das weißt du doch noch. Wo hast du die hierher? Von einer Versteigerung. Das Haus eines Magiers kam unter den Hammer. Die Hexenjäger und das ewige Feuer haben sich zusammengetan, das Anwesen überwacht und den armen Schlucker mitgenommen. Seine Sachen wurden verkauft. Bin zufällig vorbeigekommen und hab die Eule gesehen. Mit eigenem Käfig. Wie hättest du da widerstehen können? Konnte ich nicht, war unmöglich. Aber jetzt geht's um Rittersporn. Und? Wie steht's? Viel erfahren? Auf jeden Fall war ich lange genug dafür unterwegs. Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ach, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Wer ist diese Priscilla? Eine Bardin, wie du sagtest. Seit kurzem ziemlich bekannt. Stell dir Rittersporn mit Titten vor, dann weißt du in etwa, wie sie aussieht. Interessantes Bild. Wie ist Rittersporn mit seiner Doppelgängerin klargekommen? Hat sich verknallt, glaube ich. Was soll ich sagen? Könnte sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat. Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Na, wunderbar. Das kann ja heiter werden. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal und bleibt mir gewogen. Bis dann.